Wir sind die Initiative für Demokratie und Aufklärung in Heidelberg. Wir sind hier in einer Stadt, in der wie in allen anderen Städten und Gemeinden in Deutschland in den letzten 3 Jahren massive Grundrechtseinschränkungen beobachtet werden konnten. Bürger in Heidelberg, wie in allen anderen Städten und Gemeinden, wurden unter Druck gesetzt. Bürger, die sich nicht angepasst haben, die nicht mitgemacht haben bei einer Corona-Hysterie, wurden ausgegrenzt und aus dem öffentlichen Leben verbannt. Die Verantwortlichen in den Gemeinden, die Verantwortlichen in den Kommunen, die Verantwortlichen auch hier in der Stadt Heidelberg haben aktiv die Impfstrategie der Regierung unterstützt und sie haben aktiv Diskriminierungsmaßnahmen der Regierung umgesetzt. Also in allen Bereichen leiden gerade junge Menschen extrem. Und warum? Weil wir immer noch zu viele Menschen haben, die sich nicht haben impfen lassen und die jetzt zu dieser gewaltigen neuen Infektionswelle beitragen. Und das ist eine Menge, wenn man sich überlegt, dass in vielen Bundesländern bei 100.000 Einwohnern fast 40.000 sich noch nie haben impfen lassen. Das ist nicht in Heidelberg die Situation, aber das ist leider in sehr vielen Bundesländern der Fall. Dann ist es klar, dass die momentan alle unsere Kliniken an den Rand bringen. Deswegen sage ich auch, wir brauchen jetzt endlich eine offene und ehrliche Diskussion auch zu einer Impfpflicht. Herr Oberbürgermeister Würzner gehört zu denjenigen, der eine allgemeine Impfpflicht befürwortet hat und sie den Menschen empfohlen hat. Empfohlen, damit sie weiter am öffentlichen Leben teilnehmen können. Auch hier gab es Plakataktionen, Impfpropaganda, die von den Bürgern der Stadt bezahlt worden sind. Heute sieht der Bürgermeister Würzner und die Gemeinderäte die Verantwortung nicht bei sich selbst. Es wird gesagt, die Verantwortung liege nur beim Bund oder bei den Ländern. Wir sehen das anders. Die Stadtverwaltung, die Universitätskliniken, der Gemeinderat haben alle mitgemacht bei der Unterdrückung von 30% der Bevölkerung, die sich geweigert haben, an dem Impfprogramm der Regierung teilzunehmen. Der Bürgermeister hat medizinische Empfehlungen gegeben, hat erklärt, wir sollen uns alle impfen lassen. Er kann sich heute nicht hinstellen und sagen, er hätte damit nichts zu tun. Der Bürgermeister trägt Verantwortung und der Bürgermeister muss sich dieser Verantwortung endlich stellen. Wir von der Initiative für Demokratie und Aufklärung fordern eine Aufarbeitung der Corona-Politik der letzten Jahre. Wir fordern, die Spaltung zu überwinden. Wir fordern, endlich wieder miteinander zu sprechen. Dafür ist es notwendig, dass auch die Kritiker, die in den letzten Jahren massiv unterdrückt und diffamiert worden sind, endlich wieder Gehör bekommen. Hier in Heidelberg konfrontieren wir die Lokalpolitiker mit ihren eigenen Taten. Wir wollen dabei Beispiele geben für alle Gemeinden und Kommunen. Geht zu den verantwortlichen Lokalpolitikern, stellt ihnen Fragen, lasst sie nicht davonkommen. Die Corona-Politik der letzten 3 Jahre muss aufgearbeitet werden.